Guten Tag, mein Name ist Jürgen Faust. Ich möchte Ihnen heute eine Karteikarte vorstellen, die speziell entwickelt worden ist für die Belange in einer homöopathischen Praxis. Die Geschichte der Karteikarte ist folgendermaßen. Als ich mich vor 20 Jahren niederließ, suchte ich ein Karteikartensystem, was genau den Anforderungen entsprach, die ich an eine Karteikarte in einer homöopathischen Praxis stellte. Auf dem Markt wurde ein solches System nicht angeboten. Also entschloss ich mich, eine Karteikarte selbst zu entwerfen. Das Resultat ist seit ungefähr 20 Jahren gleich geblieben. Es hat sich sehr bewährt und ich möchte es Ihnen heute gerne vorstellen. Wir haben hier eine solche Karteikarte vorliegen. Ich gehe erstmal ins Allgemeine, wie sie aufgebaut ist, und dann werde ich mit Ihnen die Details durchgehen, damit Sie auch selbst sehen können, wie sie auszufüllen ist und wofür sie zu gebrauchen ist. Also erstmal, wir sehen, es ist eine DIN A4-Karteikarte, die sich aber, wenn man sie aufschlägt, riesengroß präsentiert. Sie ist, und das ist sehr, sehr wichtig, aus reißfestem Karton hergestellt. Sie sehen, ich kann versuchen, den zu zerreißen, es gelingt mir einfach nicht. Diese Karteikarte ist angelegt worden im Juni 1991 und heute haben wir 2009 und sie existiert immer noch in sehr gebrauchsfähigem Zustand. Also wichtig, es muss eine gewisse Dauerhaftigkeit gewährleistet sein, weil unsere Patienten natürlich als homöopathische Patienten oftmals über viele Jahre zu uns kommen und sehr treu sind. Wir sehen ganz vorne auf einen Blick, nämlich hier, die homöopathische Behandlung. Das heißt, ich sehe, welche Arzneimittel von 1991 bis 2009 gegeben worden sind. Ich habe auf einen Blick die ganze Behandlung, mit welchen Arzneimitteln, welchen Daten, welche Potenzen und auch kann ich dahinter eintragen, welche Reaktionen, ob sie gut waren, schlecht waren, ob es von Erfolg gekrönt war oder eher von Misserfolg. Nochmal ganz von vorne. Das Übliche, was eine Karteikarte haben muss, sind natürlich die Stammdaten, die hier eingetragen werden. Die markanten Felder sind überstrichen in weiß, damit die Anonymität gewährleistet bleibt. Das Übliche, also hier kommen die Stammdaten hin. Hier kann man eintragen, durch wen der Patient einem zugewiesen worden ist, wer die mitbehandelnden Ärzte sind. Besonderheiten, die ganz wichtig sind, kommen auch hierher, die nicht übersehen werden dürfen. Allergien zum Beispiel kann man hier eintragen. Und hier ist ein kleines Wörtchen, das heißt KW. Das heißt, wenn was Besonderes vorliegt, zum Beispiel eine Jodallergie oder was, was man nicht übersehen darf, was man auch nicht immer wieder wiederholt fragen darf, falls etwas peinlich ist, das kann man da hinschreiben und sieht es sofort auf den ersten Blick. Nun denn, hier oben sehen wir eine Leiste mit den Buchstaben und diese Buchstaben werden je nach Anfangsbuchstaben des Patientennamen bunt angemalt. So ist zum Beispiel der erste Buchstabe eines Nachnamens in Gelb, der zweite ist in Blau voll und der dritte ist in Blau querstrich dargestellt. Das hat den Vorteil, dass wenn alle Karteikarten nacheinander stehen, wir sehr gut sehen können, wenn einer zum Beispiel aus dem O aus der Reihe tanzt und ein S in die Karteikartenkiste von O eingeordnet worden ist, dass er sofort dem gelben Strich hier auffällt. Karteileichen, wie sie häufig üblich sind und fast nie wieder gefunden werden, kann man so vermeiden. Ich zeige Ihnen das nachher noch anhand der Karteikästen, wo die Sachen dann geordnet sind. Ganz wichtig ist, dass die Karteikarte nicht nur
eine Karteikarte ist, sondern sie ist noch gleich homöopathischer Anamnesebogen in einem. Sie werden gleich sehen, warum. Das Wichtigste bei der Anamnese, der klassischen homöopathischen Anamnese, ist die Anamnese, die der Patient von sich selbst erzählt, die Spontananamnese. Diese Spontananamnese hat Platz auf dieser mittleren Seite hier. Man beginnt also mit dem ersten Eintrag hier und kann dann durch Einlegeblätter die Anamnese immer weiter schreiben. Üblicherweise wird bei klassisch-homöopathischen Anamnesen sehr viel geschrieben und es bleibt sehr viel Platz für diese Anamnesen. Ich zeige Ihnen mal einen Bogen, der vollkommen unberührt ist. Der schaut dann so aus. Und es gibt die Möglichkeit, eben diese Anamnese-Zusatzblätter hier einzulegen. Dafür gibt es kleine Heftstreifen, die eingeklebt werden. Und so kann man dann so viele Anamneseblätter einlegen, wie benötigt werden. Der Vorteil ist, dass durch diese Heftstreifen die Anamnese in geordneter Form bleibt. Es gibt keine losen Blätter und sie kann in Buchform praktisch später nachgelesen werden. Das ist ganz wichtig. Normalerweise findet man Anamnese- oder Karteikarten üblicherweise im Handel, die auf dieser Seite gelockt werden und auf dieser Seite eingeheftet werden. Das hat aber einen gravierenden Nachteil. Man kann nämlich diese Seiten hinterher nicht in der chronologischen Reihenfolge beblättern. Damit man das versteht, erkläre ich Ihnen das mal anhand eines Schemas. Das ist Seite 1, wo ich draufschreibe, dann schreibe ich Seite 2, dann Seite 3, Seite 4, Seite 5. Wenn ich jetzt noch mehr Seiten schreibe, geht es natürlich so weiter. 6 und die Rückseite ist 7. Hätte ich jetzt eine Karteikarte, die auf der anderen Seite gelockt wäre, dann müsste ich ja so lochen. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Wenn ich jetzt versuchen würde, das chronologisch zu lesen, würde ich hier Seite 1 lesen, hier Seite 3. Hier Seite 2 und da Seite 5. Hier Seite 4 und da Seite 7. Und dann erst kommt Seite 6. Da wir im Westen leben und nicht im Osten, in Asien, müssen wir also unsere Karteikarten und unsere Bücher auf der rechten Seite binden. Dies ist ein ganz wesentlicher Vorteil dieser Karteikarte gegenüber solchen, die auf dem Markt sich befinden. Sie werden samt und sonders links geheftet. Gut. Diese Seiten sind also dafür gedacht, den Spontanbericht aufzuschreiben, den gelenkten Bericht aufzuschreiben. Und auf dieser Seite hier, der letzten, ich zeige es Ihnen mal, etwas näher vielleicht, so. Das ist die Seite der biografischen Anamnese. Was heißt das jetzt? Die biografische Anamnese ist der Teil der Anamnese, der sich nicht mehr verändert, wie zum Beispiel das Geburtsdatum, 7.12.06. Da kommen auch Daten hinein, die Impfungen entsprechen, die der Biografie entsprechen, der Familienkonstellation, dem Elternhaus, Kindheit, Schule, Erwachsenenalter, Operationen, Unfälle, Ehestand, Kinder, ungeborene Kinder. So, wir wollen uns jetzt diese Karteikarte etwas näher ansehen. Wir haben also wieder dieses Deckblatt hier. Wir sehen die Stammdaten,
Wir sehen Name und so weiter, Krankenkasse. Wir sehen auch die Erstbuchstaben, um sie später im Alphabet wiederzufinden. Wir sehen, von wem sie zugewiesen worden ist. Wir sehen mitbehandelten Ärzte und Besonderes, was man zum Beispiel dringend braucht, Faxverbindungen in die Arbeitgeber, zum Arbeitgeber und so weiter. Hier haben wir wieder die homöopathische Therapie. Diese Patientin war nun seit 2003 da, heute ist der letzte Eintrag 2008. Es gibt auf der rechten Seite eine Spalte für zusätzliche Therapien wie Allopathie oder sonstige. Diese Patientin hat Logotherapie erhalten, das steht zum Beispiel hier. Jetzt gehen wir ins Innere der Karteikarte. Sie faltet sich auf in drei Teile. Dieser mittlere Teil ist der Anamnese vorbehalten, der spontanen und der laufenden Anamnese. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Dieser rechte Teil hier ist der biografischen Anamnese vorbehalten, auch das werden wir besprechen. Und dieser linke Teil ist dafür vorgesehen, Befunde und eventuell zusätzliche Informationen, Repertorisation oder ähnliches abzuheften. Man kann Leistungsabrechnungsblätter einheften, man kann aber auch Befunde, Fremdbefunde von Kollegen, eigene Befunde, Laborbefunde und so weiter ebenfalls dort abheften. Der Vorteil ist, dass man auf allen drei Seiten sogenannte Klebelaschen einkleben kann. Die sehen so aus. Man zieht diesen Klebestreifen ab und kann ihn einkleben. Das hat den Vorteil, wenn man ihn klebt und nicht durchsteckt durch die Pappe, dass auf der anderen Seite keine Erhebung stattfindet, wo sonst so Durchstecklaschen schon mal behindern würden und hängen bleiben würden. Man klebt die also ein. Dieses Metall ist ein sehr spezielles Metall, sehr flexibel und biegsam, nicht brechen. Bei ersten Versuchen war es so, dass dann natürlich an der Knickstelle das nach 20, 30 Mal gebrochen ist, was natürlich immer unschön ist und mit zusätzlicher Arbeit verbunden war. Diese mittlerweile sind so stabil und flexibel, dass sie nicht mehr brechen. Wie gesagt, man beginnt auf der mittleren Seite mit der ersten Anamnese und arbeitet dann mit losen Einlegeblättern, die hinterher eingeheftet werden. Jetzt etwas ganz Wichtiges zu dieser Form der Einheftung. Es muss rechts geheftet werden. Sämtliche üblichen im Handel erhältlichen Karteikarten im DIN A4 Format sind links geheftet worden. Ich möchte Ihnen das mal an einem kleinen Beispiel, an einer neuen Karte erläutern, warum das so nicht ist. Wir haben uns hier eine neue Karte und wir beginnen mit der Seite 1 unserer Anamnese zu schreiben. Wenn die Seite 1 voll ist, nehmen wir Seite 2, das sind solche Einlegeblätter, normale Ringbucheinlagen, die man dann hier einheften kann. 2, Seite 3, Seite 4 und Seite 5. So. Wenn wir das jetzt einheften, wird es logischerweise Seite 2, Seite 4 und Seite 5 eingeheftet. Und im Nachhinein können wir dann, wenn wir eine Note lesen wollen oder nachlesen wollen, natürlich chronologisch 1, 2, 3, 4, 5 die Seiten lesen. Nehmen wir jetzt an, diese Seiten wären nicht rechts, sondern links geheftet, wie es üblicherweise gemacht wird, würde man so vorgehen, man heftet hier die Seite 2 ein und hier die Seite 4, weil so geht es ja nicht. So. Das hat dann zur Folge, wenn wir es lesen wollen, zuerst Seite 1 lesen, dann Seite 3, dann erst Seite 2, dann Seite 5 und dann erst Seite 4. Sie sehen, das Einheften auf der rechten Seite ist ganz wichtig, um chronologisch
in der richtigen Reihenfolge die Anamnese später nachlesen zu können und verfolgen zu können. In unserer westlichen Hemisphäre, wo wir wohnen, müssen wir rechts einheften. Asiaten, Chinesen würden das auf dieser Seite tun. Diese Seite ist der biografischen Anamnese vorbehalten. Hier kann man eintragen, die Daten, die sich nicht mehr verändern werden, also die Biografie betreffen. Also wir haben so eine Basisanamnese mit dem Geburtsdatum, dann kann man hier Gewicht und Größe eintragen, den Ehestand, Anzahl der Kinder und auch hier wieder eine kleine Fläche für Kabel. Man sollte zum Beispiel nicht wiederholt fragen nach einem Organ, was schon operiert worden ist, was schon entfernt worden ist. Das kann man sich hier eintragen, man kann sich eintragen, ob Allergien bestehen oder sonstige besonderen Vorkommnisse. Hier werden Impfungen zum Beispiel aufgeführt, die man anstreichen kann. Kinderkrankheiten, Hautkrankheiten, Allergien, Operationen, Unfälle, venerische Erkrankungen. Die Karte ist immer so gehalten, dass man entweder was anstreichen kann oder es bleibt genügend freier Platz, um selbst Anmerkungen hinzuzufügen. Hier ist der biografische Teil des Menschen. Es gibt die Familienkonstellation, das Elternhaus, die Kindheit, Schule und Erwachsenenzeit, was da Besonderes angefallen ist, was eben in der Biografie passiert ist. Hier haben wir einen kleinen Stammbaum, wo man sagen kann, dass zum Beispiel der Vater des Vaters des Patienten an einem Herzinfarkt verstorben ist, an einem Bluthochdruck litt und die Mutter des Vaters der Patientin ein Krebsleiden hat und daran verstorben ist. Man kann auch die mütterliche Seite eintragen, vielleicht hat man hier eine TBC auf des Vaters Seite und eine TBC auf der mütterlichen Seite. Also tuberkulöse Belastung zum Beispiel, was man sehr gut sehen kann. Es fällt sofort auf. Man kann es natürlich auch hier nochmal ankreuzen mit TBC, Krebs, Diathese, Krebsanamnese und so weiter. Dieser Teil hier ist eher einer klinischen Biografie vorbehalten. Es ist ein Kopf-zu-Fuß-Schema aufgeführt, welche Organe erkrankt gewesen sind oder häufig erkranken. Und hier kann man sich Anmerkungen machen zum Charakter, zur Konstitution, zu Zeichen, zu Aussehen und so weiter. Wichtig ist, dass man sowohl auf der einen Seite was anstreichen, unterstreichen kann, als auch freies Einfügen zur Verfügung hat. Das hat immer den Vorteil, dass man nicht so leicht etwas vergisst und trotzdem genügend Platz für eigene Vorstellungen hat, eigene Beurteilungen. Und man findet alles am gewohnten Platz. Diese biografische Anamnese kann also während des Arbeitens immer rechts aufgeschlagen bleiben und wir können links schreiben. Das heißt, wir haben jederzeit die biografischen Daten zur Verfügung und müssen nicht im Spontanbericht oder im gelenkten Bericht oder in der laufenden Anamnese lange suchen, um es zu finden. Etwas zur letzten Seite noch. Vielleicht zeige ich das eher an einer schon geschriebenen Karte. Nehmen wir mal diese hier. Wichtig ist für mich jedenfalls immer ein Bild zu haben des Patienten. Ich habe das hier natürlich unkenntlich gemacht, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Dieses Bild wird eingeklebt. Es hat den Vorteil, dass, wenn der Patient anruft, ich sofort weiß, mit wem ich es zu tun habe und die ganze Anamnese, die ganze Geschichte des Patienten mir schnell präsent ist. Das hat sich für mich als sehr positiv. In diesem Kasten kann man die wirklich gravierenden klinischen Diagnosen eintragen, wie Herzinfarkte oder Krebsleiden oder Gastritiden oder was sonst anfällt. Auf einen Blick sieht man das und hier ist ein kleiner Platz vorgesehen, um die äußeren Zeichen, die ja bei der homöopathischen Anamnese auch wichtig sind, eintragen zu können. Man kann also zum Beispiel Narben zeichnen, man kann Warzen anzeichnen, man kann Reflexzonen sich anzeichnen. Man hat es auf einen Blick. Die Rückseite
bleibt relativ frei. Sie ist dazu da, falls die Therapie auf der Vorderseite nicht mehr ausreichen sollte, auf der Rückseite weiterzuschreiben. Man kann auch anderes für diese Seite reservieren. Jetzt noch einmal ein paar kurze Worte zur der spontanen und laufenden Anamnese, wie es sich bei mir als vorteilhaft erwiesen hat. Man hat also einen Rand, auf dem man die wichtigen Dinge aufnotieren kann. Man hat hier die Möglichkeit, es zu schreiben. Es gibt auch immer ein sogenanntes Einlegeblatt für die generelle Anamnese und psychische Anamnese, das entspricht der griechischen Schule. In diesem 24-Punkte-Programm sind die wichtigen Daten erfasst, um zwischen den großen Arzneimitteln differenzieren zu können. Also es geht zum Beispiel um kaltblütig, warmblütig, Schwitzen, Durstanamnese, Appetitanamnese, Verlangen, Abneigung, Vertragen, Nichtvertragen, dann Sonnenverträglichkeit, Schwindel, Nagelanamnese, Schlafanamnese, Traumanamnese, dann natürlich die gynäkologische Anamnese. Es geht in die Fragen des allgemeinen Verhaltens und emotionalen Verhaltens, Gesellschaft, ist man introvertiert, extrovertiert, wie verträgt man Trost, wie ist man den Tränen nahe, wie reagiert man auf Aufregung und Zorn, wie ist es mit Traurigkeit oder Depression, Ängste werden erfragt, ist man leicht beleidigt, leicht angegriffen, Fürchte, Ängste, ob etwas Schlimmes ereignet. Diese Art Anamnese hat sich positiv erwiesen in Griechenland, in Bitulkas. Er hat aus dieser Art, wie seine Schüler ihm die Anamnese präsentiert haben, die Arzneimittel auf dem Papier verschreiben können. Wenn gewünscht, wird natürlich so ein Anamneseblatt auch mitgeliefert, dass man sich frei kopieren kann. Wie gesagt, man kann auf den Seiten sich wichtige Dinge notieren, die dann sofort auffallen, und man hat die Möglichkeit, bei Wiederholungsanamnesen, bei Follow-ups zu notieren, geht es ihr deutlich besser, geht es ihr schlechter und natürlich, welche Art Verschreibung hat man gewählt, zu welchem Zeitpunkt. Also alles in allem eine sehr übersichtliche Karteikartenführung. Noch zu diesem Teil hier. Hier kann man zum Beispiel Einlegeblätter abheften für die Abrechnung über eine Abrechnungstelle oder seine eigene Abrechnung. Auf der linken Seite hefte ich zum Beispiel Laborbefunde, Fremdbefunde ab, die mir wichtig erscheinen, die man aufheben muss. Jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie diese Karteikarten aufbewahrt werden und wie das System ebenfalls bei mir funktioniert. Wir haben also hier ein Karteikartenauszugssystem mit Karteitrügen. Die Auszüge sind handelsübliche Ware, relativ stabil. Diese Tröge kann man herausnehmen, also abrechnen oder mit nach Hause. Und wir sehen, wie die Karteikarten jetzt in diesen Stößen drinstehen. Und hier kann man auch sehr schön sehen, was ich Ihnen zu Anfang sagte, wie zum Beispiel die Farbe wichtig ist. Sie sehen hier eine Reihe mit C, eine Reihe mit D, eine Reihe mit E. Würde sich eine Karteikarte jetzt hineinverirrt haben, die mit einem M beginnt, wäre hier das Gelb, was natürlich sofort auffallen würde. Ebenso, wenn der zweite Buchstabe im Alphabet nicht stimmt, das D und dann der zweite Buchstabe ist E. Wenn jetzt hier zum Beispiel ein O hineingeraten würde, rein aus Versehen, wird es natürlich auffallen. Man kann sagen, aha, diese Karteikarte ist falsch und muss aussortiert werden. Sie können dann wieder an die richtige Stelle. Wie gesagt, dieses Karteikartensystem hat sich seit
25.